Aber wenn die Vasen hier sind, dann rufen Sie mich bitte sofort an. Selbstverständlich, Frau Rabenmast. Und die venezianischen Masken. Auch die erwarte ich täglich. Bitte entschuldigen Sie, aber ich muss dringend weg. Vielleicht kann Frau Södermann Ihnen weiterhelfen. Nein, danke. Vergessen Sie die Vasen nicht. Wiedersehen. Mensch, Rita. Ich müsste schon längst weg sein. Entschuldige, Margot. Der Anwalt von meinem Verflossenen hat wieder einen Brief losgelassen. Lass dich bloß nie scheiden. Walter und ich führen eine wunderbare Ehe. Tja, weil du dich von ihm gängeln lässt. Das ist überhaupt nicht wahr. Oh mein Gott. Ach, komm, dein Mantel. Und erzähl meinen Kunden nicht wieder, das Louis XV-Döschen wäre aus dem 19. Jahrhundert. Klar? Da habe ich mich nur versprochen, weil die Kundin behauptet hat, dass es eine Fälschung ist. Ich führe keine Fälschung. Das weißt du ganz genau. Das heißt, du weißt es natürlich nicht, weil du nichts von Antiquitäten verstehst. Walter und ich waren auf unserer Hochzeitsreise immerhin in Griechenland. Leider passt die Akropolis nicht in meinen Laden. Glaub einfach, was die Kunden sagen, die haben normalerweise mehr Ahnung als du. Jetzt geh endlich, sonst verbündet sich dein Anwalt noch mit deinem Ehemaligen. Den Kerl traue ich alles zu. Danke, dass du die Stellung hältst. Klar doch. Tschüss. Antiquitäten Lahnstein, guten Tag. Ah, Walter. Der Salat hat dir geschmeckt? Das freut mich aber, Liebling. Ja, ich werde Margret ausrichten, dass sie mich am Gewinn beteiligen muss. Du, wir sollten sie wieder mal zum Essen einladen. Sie ist so deprimiert wegen ihrer Scheidung. Aber das ist doch nur normal, wenn man sich gegenseitig hilft. Du, Walter, ein Kunde. Ich muss jetzt Schluss machen. Ja. Ich dich auch. Bis nachher. Tschüss. Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Grüß Gott. Würden Sie Frau Lahnstein sagen, dass Ferdinand von Salchow da ist? Bitte sehr. Sie ist gerade im Moment aus dem Geschäft. Sie hätten sie eigentlich noch sehen müssen. Ja, aber sie hat doch gesagt, ich soll heute Nachmittag vorbeikommen. Ja, das tut mir nun leid. Kann ich Ihnen vielleicht helfen? Ja, ich weiß nicht. Hat sie nicht gesagt, dass sie auf meine Vasen wollte? Vasen? Ja. Nein. Oder warten Sie mal. Sie hat vorhin zu einer Kundin gesagt, dass sie heute eine Lieferung Vasen... Ja, selbstverständlich hat sie mich gemeint. Ach, haben Sie venezianische Vasen mit? Venezianische? Ach, das waren ja venezianische Masken. Gnädige Frau, was haben Sie für ein hinreißendes Kleid an? Was sind das denn für Vasen? Also, die Vasen stammen aus Ungarn, nicht? Danke, gnädige Frau, vielen Dank. Genauer gesagt, Österreich. KUK, schauen Sie, kaiserlich-königliche Porzellanmanufaktur Ende 19. Jahrhundert. Kaiserlich-königliche Porzellanmanufaktur. Gott, sind die schön. Dürften jetzt mehr oder weniger 6.000 Mark wert sein. Zusammen? Ja, pro Stück natürlich. Außerdem stammen sie aus dem Besitz einer sehr hochgestellten Dame. Tatsächlich? Naja, das ist natürlich inoffiziell, gnädige Frau, nicht? Denn wissen Sie, das war nämlich ein Geschenk von ihrem Geliebten, einem ungarischen Rittmeister. Aha. Und wer... Ja, raten Sie einmal. Ich meine, Sie sind da äußerst gebildet. Nein. Wissen Sie, ich habe nur mittlere Reife. Wenn man immer nur im Haushalt, man vergisst ja alles. Aber was? Sie schauen doch so kultiviert aus. Also wer? Was glauben Sie? Eine hochgestellte Dame mit einem ungarischen Rittmeister als Geliebten? Eine Deutsche. Verheiratet mit einem österreichischen Kaiser. Aber sie hat ihr Ungarn über alles geliebt. Nein. Das ist ja eine Kostbarkeit. Ja, ich hätte mich nicht davon getrennt. Erbstücke, verstehen Sie? Unbezahlbar in geistiger und materieller Hinsicht, aber Umstände zwingen mich. Das tut mir aber sehr leid für Sie. Ja, schauen Sie, der Mensch, der muss sich in sein Schicksal fügen, nicht? Sogar Kaiserin Elisabeth musste das. Und von wem haben Sie die Vasen, wenn ich fragen darf? Meine Urgroßmutter, sie war eine Hofdame der Kaiserin. Sissi hat ihr die Vasen geschenkt, weil sie ihre Vertraute in dieser unglückseligen Liebesaffäre war.
romantisch. Die sind ja wirklich zauberhaft. Was wollen Sie denn dafür haben? Gnädige Frau, die sind natürlich unbezäubar, nicht? Mit all den Erinnerungen, dem Flair der Liebe, Sehnsucht und Schmerz. Wollen Sie sie denn wirklich verkaufen? Wollen, gnädige Frau, wann Sie wissen, es ist das Letzte, ich meine, es ist das Letzte, was mir von meiner Urgroßmama geblieben ist. Und wenn ich die Mieten nicht zahle, dann... Frau Landstein hat mir 2000 geboten. Für beide? Pro Stück natürlich. Und Sie wissen, das ist nur ein Bruchteil des wirklichen Werts. Aber das ist eine Menge Geld. Das kann ich nicht einfach entscheiden. Bitte kommen Sie doch wieder, wenn Frau Landstein zurück ist. Gnädige Frau, ich bin verzweifelt. Ich weiß nicht, was ich... Bitte, ersparen Sie mir die Demütigung. Aber ich kann Ihnen doch nicht einfach... Wenn ich die rückständige Miete nicht in einer Stunde zahlt habe, da sitze ich auf der Straße. Ich flehe Sie an, gnädige Frau, bitte. Mir steht das Wasser bis hier. Lieber Herr... Salcho, Ferdinand von Salcho. Lieber Herr von Salcho, ich... Ja. Na gut. Dann will ich mal schauen. Sie werden es nicht bereuen. Es ist eine einmalige Gelegenheit. Tja, das sind aber nur 2000. Ja, das ist genau die Anzahlung, die Frau Landstein mit mir abgesprochen hat. Den Rest hole ich mir morgen, gell, wenn Frau Landstein wieder da ist. Auszahlung durch Rita Södermann, DM 2000, erhalten, bitte schön. Bitte, danke. 500, 1000, 1500, 2000. Gnädige Frau, Gott segne Sie. Ich danke Ihnen. Eine Dame wie Sie, so schön, so großherzig. Das ist wirklich etwas ganz Seltenes. So selten wie meine Vasen. Gnädige Frau. Eine einmalige Gelegenheit. Ich glaub's einfach nicht. Schön, nicht? Eine einmalige Gelegenheit. Sag mal, wie konntest du nur? Wie kannst du dir bloß so einen Schrott andrehen lassen? Wieso? Die sind doch KUK. Kaiserlich-Königliche Porzellanmanufaktur. Niemals. Und schon gar nicht spätes 19. Jahrhundert. Aber da steht doch KUK drauf. Das heißt doch gar nichts. Eine drittklassige Kopie ist das. Aber er hat gesagt, dass du... Ich weiß es nicht. Einen billigen Betrüger auf den Leim zu gehen. Warum hast du denn nicht gewartet, bis ich wieder zurück bin? Weil du hast vorhin zu dieser Kundin gesagt, dass du heute eine Lieferung Vasen erwartest. Und Herr von Salcho... Von Salcho? Wie das schon klingt. Der Name ist garantiert genauso falsch wie diese Sissi-Reliquien. Mensch, Rita, du, der kann man auch jeden Mist auf die Nase binden. Aber er hat gesagt, dass du... Er hätte mit dir ausgemacht. Na ja, und dann waren auch genau 2000 Mark in der Kasse. Der hat doch nur gewartet, bis ich aus dem Laden bin. Das ist ein uralter Trick. Vielleicht kommt er noch mal wieder, um sich das restliche Geld abzuholen. Der ist doch froh, dass er wieder einen Dummen gefunden hat. Er hat mir doch so leid getan. Du immer mit deinem sozialen Tick. Ich ersetze dir den Schaden natürlich. Wo willst du denn 2000 Mark einnehmen? Ich weiß es nicht. Komm. Jetzt hör auf zu heulen. Du kannst es ja bei mir abarbeiten. Traust du dich das wirklich? Klar. Kannst dich ja als Putzfrau betätigen. War er wenigstens charmant? Ja. Sehr. Na, Gott sei Dank. Ich hab schon gedacht, dein Heiligenschein kann gar nichts ankratzen. Er hat mir wirklich so leid getan.
Wenn du ihn gesehen hättest. Wenn ich ihn gesehen hätte, dann wären wir die 2000 Mark nicht los. Ach, verdammt! Willst du nicht doch besser einen Kunstexperten befragen? Nur vorsichtshalber. Ach, das kannst du dir schenken. Die Dinger sind die Farbe nicht wert, mit der sie bepinselt sind. So, danke. Möhren hab ich. Was brauche ich noch? Ja, 1 Kilo Äpfel, bitte. Sonst noch was? Was? Nein, danke. 8,60. So. Das stimmt so. Also sieh du ja aus, wo ist die Hilfe völlig indiskutabel. Ich meine, ich krieg die Scheiße ja so schon nicht los. Was ist das? Also so ein Zufall. Ja, gnädige Frau, ich freue mich außerordentlich, Sie zu sehen. Seit Tagen überlege ich, wie ich Sie erreichen kann. Wirklich? Stellen Sie sich vor, die Vasen. Sie haben mich geschwindelt. Was? Ich soll Sie angeschwindelt haben? Frau Landstein hatte mit Ihnen überhaupt nichts ausgemacht. Sie sagt, sie kennt Sie nicht einmal. Aber das kann doch überhaupt nicht sein. Das hat sie sicher nur vergessen. Aber gnädige Frau, entschuldigen Sie bitte, ich muss jetzt leider... Moment. Warum haben Sie denn die zweite Rate nicht abgeholt? Ach, schauen Sie, ich musste ganz plötzlich nach Wien. Brauchen Sie das Geld nicht mehr? Doch. Aber ich habe eine kleine Erbschaft gemacht. Mein Onkel ist gestorben. Oh, das freut mich aber für Sie. Ich meine, das tut mir natürlich sehr leid. Er war schon sehr alt. Wissen Sie, wir haben bereits eine Vase verkauft. Wirklich? Wie viel haben Sie denn bekommen? 6.000. 6? Ja. Und für die andere kriegen wir wahrscheinlich sogar 7. Ich weiß nicht. Ich hätte sie nicht verkaufen dürfen. Ja, und die zweite? Der Baron hat sie reservieren lassen. Bis übermorgen. Haben Sie nicht noch ein paar Vasen? Wir können sie 5-mal verkaufen. Ach, wirklich? Ja, jedenfalls wollte ich Sie an unserem Gewinn beteiligen. Ach, Sie meinen meine ausstehenden 2000 und die... Leider ist Frau Landstein ein bisschen böse mit mir, dass Sie mich angeschwindelt haben, aber... Ja, ich weiß, es ist unentschuldbar, aber ich war in so einer extremen Notlage. Ich verstehe Sie ja von Seite. Also, Sie kriegen einfach 1000 Mark aus meinem Gewinn am Tag. Gnädige Frau, Sie sind sehr großzügig. Fair ist fair. Kommen Sie doch morgen Mittag so gegen 12 vorbei, da bin ich allein im Geschäft. Gnädige Frau, Sie sind eine Heilige. Ich fürchte, das ist leider nicht wahr. Also dann, bis morgen Mittag. Das klappt mir keine Sau. Nervös? Wie? Wieso? Wird schon schief gehen. Und wenn er das Geld nicht dabei hat? Der hat, glaub mir. Der wittert einen Riesenreibach. Und wenn er merkt, dass wir... Oh Gott, er kommt. Ich bin weg. Grüß Gott. Herr von Salchow. Küss die Hand, gnädige Frau. Ach, wenn Sie wüssten, wie es mich schmerzt, Sie nicht mehr zu besitzen, darf ich noch ein letztes Mal? Bitte, bitte. Danke. Guten Tag. Guten Tag, was kann ich für Sie tun? Ich suche etwas. Etwas ganz Besonderes. Ein Geschenk für eine Frau, die mir sehr viel bedeutet. Hatten Sie an etwas Bestimmtes gedacht? Nein, ich meine, ja, es sollte
eine Geschichte haben. Etwas ganz Besonderes. Oh, wie wär's mit diesem silbernen Pillendöschen? 18. Jahrhundert aus dem Bestand eines französischen Grafen. Hat vermutlich seiner Frau gehört. Vermutlich. Nein, es ist nicht ganz das, was ich mir gedacht hatte. Hat die auch eine Geschichte? Ja, aber sie ist leider reserviert. Lassen Sie die Geschichte hören. Wir reden später darüber. Wunderschön. Kaiserlich-königliche Porzellanmanufaktur Wien. Ende 19. Jahrhundert, oder? Genau. Sie hat Kaiserin Elisabeth von Österreich und Ungarn gehört. Aber das ist leider inoffiziell. Die Kaiserin hat sie nämlich... Sie hat sie nämlich von ihrem Geliebten, einem ungarischen Rittmeister, geschenkt bekommen. Faszinierend. Es ist genau das, was ich mir vorgestellt habe. Aber... Es ist das perfekte Geschenk für unseren ersten Jahrestag. Dann sind Sie sozusagen frisch verheiratet? Nein, verheiratet bin ich leider schon seit 30 Jahren. Packen Sie sie mir bitte ein. Sie ist wirklich nicht verkäuflich. Aber darüber können wir doch sicher noch reden. Was, wenn ich 7.000, wenn ich Ihnen 8.000 biete? Es tut mir leid, Frau Landstein hat sie bereits jemandem versprochen. Ich kann nicht einfach über ihren Kopf... Kann ich persönlich mit Frau Landstein sprechen? Nein, bedauere, sie ist leider nicht da. Bitte schauen Sie sich doch noch etwas um. Vielleicht finden Sie ja was anderes. Ich glaube nicht. Entschuldigen Sie mich bitte für einen Moment. Ich hole nur rasch Ihre Unterlagen. Ein einmaliges Stück, nicht wahr? Wenn es nur eine Möglichkeit gäbe. Vielleicht gibt es eine. Ich meine, was wäre denn Ihr äußerstes Angebot? Wieso? Na, ich könnte vielleicht... Also, wie viel? Schauen wir mal. Sechs, sieben, acht, neun. 9.000, äußerstes Limit. Gut, die Dame hier schuldet mir noch einen Gefallen. Vielleicht überlässt sie mir ja die Vasen und ich könnte sie dann an Sie weiterverkaufen. Verstehe. Schatz, jeder muss sehen, wo er bleibt. Ja, aber 9.000 ist wirklich... Ja, ich weiß. Aber das muss ich natürlich unter vier Augen mit Frau Södermann bereden. Verstehen Sie? Ja, sehr verständlich. Ja, also, bitte gehen Sie jetzt. Ich warte dann gegenüber in der Seitenstraße. Gut, ja. Gut. Bis gleich. So, ich habe jetzt... Wo ist denn der Herr? Ach, er hat nichts anderes gefunden. Schade. Also, Ihre ausstehenden 2.000 plus 1.000 Mark Gewinnbeteiligung, hatte ich gesagt. Gnädige Frau... Ja? Ich hab's mir anders überlegt. Wie anders? Ich kann Ihr Geld nicht annehmen. Schauen Sie, mir ist klar geworden, wie sehr ich an den Vasen hänge. Es ist das Einzige, was mir von meiner Urgroßmutter, Gott hab sie selig, was ich noch von ihr habe. Und nachdem ich jetzt gewissermaßen zu ein bisschen Geld gekommen bin... Was soll das heißen? Dürfte ich... würden Sie mir die Vase zurückgeben? Ich weiß, ich hätte sie Ihnen nie verkaufen dürfen, aber meine demütigende Lage. Bitte, gnädige Frau, ich flehe Sie an. Also, wenn ich das Frau Landstein sage, und wie sollen wir dem Baron das erklären? Ja, vielleicht nimmt er die Vasen ja gar nicht. Das kann doch sein, oder? Ich meine, Sie haben doch schon so ein gutes Geschäft gemacht mit der ersten. Aber... Gnädige Frau, glauben Sie, Sie können ruhig schlafen, wenn Sie mir meine Erinnerungen stellen? Geben Sie Ihrem Herzen einen Stoß. Ich geb Ihnen auch die Anzahlung, die 2.000, zurück. Ich weiß nicht. Bitte, im Namen meiner Urgroßmutter. Also, wenn Ihnen wirklich so viel daran liegt, haben Sie denn überhaupt so viel Geld dabei? Schauen Sie, ihr wollt heute sowieso noch eine Zahlung tätigen, aber das geht auch später. Na gut. Ich weiß zwar nicht, wie ich das Frau Landstein beibringen soll. Frau Södermann, ich hab gewusst, Sie sind ein guter Mensch. Wenn Sie sich da mal nicht täuschen. Aber Frau... Ach, bitte. Schauen Sie hier. 500, 1.000, 1.500, 2.000. Danke.
Bitte. Bitte, danke. Das werde ich Ihnen nie vergessen. Das glaube ich allerdings auch. Na? Entschuldigen Sie, aber was soll das heißen? Sie wollen die Vase nicht mehr. Tut mir leid, ich bin an einer Kopie nicht interessiert. Eine Kopie? Aber das... Danke, Liebling, das hast du wunderbar gemacht. Ich wusste gar nicht, dass du so ein guter Schauspieler bist. Hat Spaß gemacht, Schatz. Darf ich vorstellen, mein Mann, Walter Södermann, Herr von Salchow. Oder ist Ihr Name auch falsch? Also, das ist doch... Sie müssen das positiv sehen, Herr von Salchow. Sie haben ein paar Tage lang ein Darlehen gehabt. Zinslos. Und jetzt haben Sie es wieder zurückgegeben. Sind wir doch quitt. Oder etwa nicht? Iris, mach hinne. Du isst doch, Marius. Ich hab keinen Hunger, Mama. Was ist denn? Mir ist schlecht. Nun komm in die Hufe, ich muss mal. Ja, doch, gleich. Jeden Morgen dasselbe. Hey, mach nicht so einen Krach. Mann, die merkt sich mal wieder aus im Bad. Deswegen müsst ihr doch nicht so laut sein. Papa ist heute Nacht wieder bis 3 Taxi gefahren. Nehmt mal ein bisschen Rücksicht. Sag ihr das, wir müssen in die Schule. Ich glaube, ich gehe heute nicht. Ich fühle mich echt beschissen. Wir schreiben heute eine Mathearbeit. Arschloch. So, das Bad ist frei. Das wird aber auch Zeit. Oh Mann, wie siehst du denn aus? Volle Kriegsbemalung. Kerl aufreißen, was? Idiot. Psst. Leise, verdammt doch mal, Papa. Ist doch wahr. So, hier. Ab in die Schule. Oh Mann. Sich drücken bringt gar nichts. Ja, ist ja gut. Morgen. Moin, Pops. Morgen. Wieso stehst du denn schon auf? Ich stehe ja gar nicht auf. Ich hab nur Durst. Wir gehen dann mal. Tschüss. Und tschüss. Tschüss. Wie siehst du denn aus? Ist ein Farbtopf gefallen? Mann, jetzt hört doch mal auf. Ich fahr nicht Taxi, ich arbeite in dem Friseursalon. So, ich muss. Ja. Tschüss. Tschüss, Iris. Viel Spaß. Vielen Dank. Ich hau mich da noch eine Stunde hin. Ja, mach das mal. So schön und so gemütlich, ich sag's Ihnen. Hier, Buxtehude, da haben wir angelegt. Stadtbesichtigung? Was gibt's denn da zu besichtigen? Na ja, da haben wir Kaffee getrunken. Und hier, das ist der kleine gemütliche Dampfer, mit dem wir den Sonntagsausflug gemacht haben. Die Forelle. Und mit der Forelle sind Sie ja, dann? Die Elbe runter, an Glückstadt vorbei, bis Brunsbüttel und zurück. So schön. Und so gemütlich. Schön. Ja, und preiswert. 20 Mark pro Nase. Und ab 5 Personen gibt es einen Gruppentarif. Da fährt einer umsonst. Hier ist der Prospekt. Hört sich ja gut an. Ja, nicht? Mhm. Dass man mal rauskommt. Ja, eben. Sonst liegt mein Alter am Sonntag sowieso nur auf der Couch und guckt in die Glotze. Meiner auch. Ja, den Prospekt können Sie behalten, falls es Sie interessiert. Danke. Doch. Ja. So ein Sonntagsausflug mit dem Dampfer. Du Scheiß aber auch. Aber echt. Mault mal nicht rum. Vielleicht wird's ganz lustig. Dampferfahrt. Eure Mutter hatte Lust drauf und dann machen wir es eben. Habt ihr alles? Nee, ich muss noch mal nach oben. Was willst du denn damit? Ja, Servietten, Handtücher und ein paar Decken, wenn sich oben einer vielleicht ein bisschen hinlegen will. Das ist doch keine Kreuzfahrt. Wo ist denn Mario nun wieder hin? Ja, der kommt schon gleich, der hat irgendwas vergessen. Also gut, los, einsteigen. Warum seid ihr noch so schlecht gelaunt? Ich bin nicht schlecht gelaunt, ich bin nur müde. Naja,
halb vier. Wenn wir sowas vorhaben, dann kann sie auch mal ein bisschen früher Feierabend machen. Ich fahre Taxi nicht zum Spaß, sondern zum Geld verdienen. Alles klar, ich hab ihn. Wo steht mein Gameboy? Ich bringe mir eben schnell hoch. Nee, nix, jetzt reicht's. Ihr könnt euch mit dem einen Ding ja wohl mal abwechseln. So, jetzt müssen wir aber, sonst ist das Schiff weg. So ein Pech aber auch. Ja, schade. Hätte auch schon weg sein können. Nun hört doch mal auf zu meckern. Oh Mann. Ich hab den Zug verpasst. Oh nee, was für eine Nussschale. Für das Geld fahren sie uns nicht mit dem Flugzeugträger. Wollt ihr noch mit? Ja, warten Sie bitte! Dann beeilt euch! Geht sofort los! Guten Tag, Freunde. Es ist natürlich ausgesprochen schade, dass wir in, was hattest du denn erwartet? Dass wir in diesem Jahr nur sieben Mann sind. Da hinten, aber der Tisch ist doch sehr schön. Da haben wir alle Platz, können unsere Sachen verstauen und sehen. Du gehörst oder was? Ich will ans Fenster. Ich auch. Ja, ich brauche nicht ans Fenster. Kann ich da hinten vielleicht mal um etwas Ruhe bitten, ja? Oh, entschuldigen Sie bitte. Ja. So, jetzt machen wir mal was. Ist ganz mit einer riesen Kamera und zurück und fällt in die Halsspiele. Darf ich Sie bitten? Beim ersten wird benutzt, beim zweiten werden wir. Ach, wisst ihr, was kommt? Wir gehen gesetzt. Nach oben. Da sehen wir mehr. Also die ersten drei gegeneinander. An die frische die Luft, kommt raus. Na, du kommst. Das schön. Komm. Gut. Auf ein Schiff. Ein süchtiges Turnier. So, meine Herren, und hier kommt die Runde. Hey, Mann! Hört doch mal auf mit der Kabelei! Hey, warte mal. Hey, jetzt mal beeilen. Hier wird nicht gerannt. Warum denn nicht? Weil ich das sage und weil es gefährlich ist, klar? Aye, aye, Sir. Die Bänke hätten Sie auch erwischen können. Ah, ich hab's ja gleich. So, setz dich. Tut mal gut, die frische Brise. Es stinkt. Na ja, hier im Hafenbereich ein bisschen. Weiter Elbe aufwärts lässt das nach. Oh, guck mal, Blum und Voss. Da habe ich gesehen, wie sie damals die Norway ins Dock geschleppt haben. Das war eine tolle Sache. Oh, und da die Landungsbrücke. Oh, ich bin so kaputt. Dann mach dich doch hier ein bisschen an. So. Aber das hat mich auch gemacht, die Nein, das geht aber nicht. Ich weiß. Hey, was machst du da? Du musst ja nicht auf unsere Sachen gehen. Mach doch nicht. Ich pass schon auf. Na ja, okay. Bist du bescheuert? Das ist mein Gameboy. Ich hab ihn mir gerade von unten geholt. Warte doch mal. Nein, ich warte überhaupt nicht. Ich bin ja zu gut, man. Ja, und hättest du ja deinen eigenen mitnehmen können. Die Elbbrücken. Guck mal, wie schön das von hier aussieht. Was kann ich dafür? Was? Na, die Elbbrücken. Ja, ja. Mann, nur noch einen Augenblick, ja? Nein, gib ihm erst meiner. Herr, geh!
Müsst ihr euch denn dauernd zanken? Nun lass ihn doch auch mal spielen. Mit meinen Batterien, die habe ich von meinem Taschengeld gekauft. 8,95. Verdammt nochmal, nun reicht's mir aber. Ihr wechselt euch jetzt mit dem Scheißding ab. Und hier spendiere ich einen neuen Satz Batterien. Und wenn ihr euch immer noch streiten müsst, dann bitte nicht in meiner Nähe. Ich will noch eine Stunde schlafen. Ja, doch. Ins Köpfe. Wo ist denn hier die Toilette? Wohl unten irgendwo. Musst du mal gucken. Entschuldigung, kann man nicht mein Fenster bitte aufmachen? Dieser Qualm ist entsetzlich. Nee, das geht leider nicht. Die sind dicht. Aber ich kann Ihnen da hinten eine Luke aufmachen. Das wäre sehr freundlich. Herzlichen Dank. Entschuldigung, wo ist denn die Toilette bitte? Da vorne, das steht doch dran. Danke. Psst! Lassen Sie ihn schlafen. So geht das aber nicht. Hey! Bitte. Er ist heute Nacht bis 3:30 Taxi gefahren. Er soll die Füße von der Bank nehmen. Wird alles dreckig. Das wird dreckig? Das ist doch alles dreckig. Gucken Sie sich die anderen Bänke doch mal an. Das waren die Möbel. Das ist Natur. Können Sie nicht aufs Klo schicken, oder? Das hätten Sie ja vorher auch ein bisschen sauber machen können, nicht? Ich habe Berge Tempos verbraucht für diese Bank hier. Hätten Sie mich gefragt, hätte ich Ihnen Feudel gegeben. Och, Sie mir. Hören Sie, wenn ich hier auf dem Dampfer anheuern will, dann bewerbe ich mich. Das machen Sie mal. Auf Ihrem Ticket steht hinten die Adresse drauf. Nun komm endlich hoch da! Was ist denn los? Anordnung vom Kapitän. Du sollst die Füße von der Bank nehmen. So ist es. Sind wir hier im Landschulheim? Ach, leg dich wieder auf. Lass uns doch von dem die Laune nicht verderben. Stell dir mal vor, abends wäre ich in der Küche gestanden. Spinnt ihr? Was macht ihr da? Schreien Sie die Kinder nicht so an. Schauen Sie, was Sie gemacht haben, mein Tuch. Können Sie auf Ihre blöden Belger nicht besser aufpassen? Ihr blöden Belger. Und was machen die da? Sie lassen Ihr Buch da nicht so rumliegen. Ihre Kinder zerfetzen mein Buch und dann bin ich noch selber schuld? Aufgeweckte Kinder spielen mit allem, das weiß man doch. Lassen Sie aber auch mal ein paar auf die Finger kriegen. Typisch deutsch, diese Kinderfeindlichkeit. Dann schaffen Sie sich doch erst mal selbst welche an. So doofe Ziege. Ich kann sehen, wenn man Kinder kriegt. Gute Nacht. Na? War die Tante böse zu euch? Na, nun beruhige dich doch, Schatz. Dabei gehört mir das Buch noch nicht mehr. Susanne hat es mir geliehen. Ja, das wird man ersetzen können. So gemein. Ich und kinderfeindlich. Ich soll selber erst mal welche kriegen. Ach, diese Sprüche kommen doch dann immer. Vergiss es. Was soll ich jetzt lesen? Noch nichts. Guck dir die Gegend an. So viel Gegend. Hallo. Ausgeschlafen? Naja, es geht. Zu Hause auf der Couch schlafe ich besser. Wo sind wir hier eigentlich? Tja, ich weiß nicht. Irgendwo vor Alpengambe, der sagt ja nichts an. Jetzt hätte ich gern ein schönes, kühles Bier. Soll ich dir die Kühltaschen holen? Nee, nee, lass mal, wir gehen runter, da haben wir ja einen Tisch. Wo sind denn eigentlich die Jungs? Ich spiele immer noch. Da hinten. Hey, Kalle! Ja? Mach mal eine Luke auf. Unten im Salon ist dicke Luft. Hey, hier. Ja, hier. Ja. 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 Ja.
Hier, oh, Mann, was liegt denn hier rum, Mensch? Was soll das? Wie kommen Sie dazu, unsere Plätze einzunehmen? Wir haben getauscht. Der Rauch da hinten ist so dick, das wollen wir den Kindern nicht zumuten. Passivrauchen ist in dem Alter sehr gefährlich. Schön und gut, aber da hätten Sie ja wenigstens erst mal fragen können. Ach, wir waren uns sicher, dass Sie nichts dagegen haben. Da irren Sie sich aber ganz gewaltig. Die Tatsache, dass Sie Kinder haben, ist noch lange kein Freibrief für schlechtes Benehmen. Ich finde es unverschämt, wenn Sie ohne zu fragen unsere Sachen an einen anderen Tisch räumen. Jetzt stellen Sie sich doch nicht so an. Komm, lass doch. Nee. Fremdes Eigentum ist Ihnen anscheinend sowieso egal. Wie das Buch meiner Tochter zum Beispiel. Ach, dieses alberne Buch, das ist doch kein Schaden. Lächerlich. Den Schaden kann ich Ihnen genau sagen. 14,80 Mark. Und die möchte ich jetzt von Ihnen haben. Na, Sie sind vielleicht kleinlich. Ich habe aber nur einen 20er. Ich kann rausgeben. Macht Sie gut. Worum geht's da noch? Klein von der Lobekuda an meinem Buch zerrissen. Hätte ich Mutter gar nicht zugetraut, dass sie so energisch sein kann. So. Danke. Ach so. Hier. Das haben Sie ja bezahlt. Moment mal. Was soll denn das hier werden? Wir möchten was trinken. Dieses Schiff ist bewirtschaftet. Was gibt's denn? Ich hole Ihnen mal die Karte. Mir können Sie gleich ein Bier mitbringen, bitte. Tja, das hättest du dir sparen können. Hey! Hör zu, du Idiot! Hey! Lassen Sie meinen Sohn in Ruhe! Sehen Sie nicht, was Ihr Idiot hier angerichtet hat? Das konnte er doch nicht ahnen! Außerdem ist mein Sohn kein Idiot für Sie! Merken Sie sich das? Sie frecher Kerl! Nee, so eine lauwarme Plempe trinke ich nicht. Die bezahle ich auch nicht, können Sie behalten. Ich darf aber keine geöffneten Flaschen zurücknehmen. Ja, dann hätten Sie gar nicht aufmachen dürfen. Ich trinke jetzt jedenfalls von mir eine kalte, ein Glas habe ich ja. Das dürfen Sie gar nicht. Das ist mir aber scheißegal. Richtig, ich trinke auch eins. Wir lassen uns hier doch nicht schikanieren. Ja? Captain, hier unten sitzen welche und trinken mitgebrachte Getränke. Was? Ich komme runter. Übernimm mal, Gerd. Ja. Das wollen wir doch mal sehen. Ah, das ist fein. Hey, Tür zu, verdammt nochmal! Na ja, mach die Köpfe zu, Max. Schnauze voll, ich kann nicht mehr. Da kann doch keiner. Sie verkonsumieren also hier Ihre mitgebrachten Getränke. Na, ja, sicher, Logo. Natürlich, klar. Haltet den Rand. Redet mit euren Eltern. Moment, was heißt hier Rand halten? Sie haben unseren Kindern ganz sicher nichts zu befehlen. Ach, guck. Und lesen können Sie wohl nicht. Doch. Aber wir halten uns nicht dran. Weil man Ihre lauwarme Plörre nicht trinken kann. Deswegen trinken wir unser eigenes Zeug. Diese Anordnung ist doch wohl eindeutig, oder? Von wem? Von mir, der Kapitän. Und der hat das Sagen auf dem Schiff. Ich lach mich tot. Kapitän auf so einem Äppelkahn? Rosteimer. Also ich... Vorsicht. Ich fordere Sie nachdrücklich auf, meinen Anordnung Folge zu leisten. Sonst? Ja, sonst. Du plustern sich mal nicht so auf. Ein Vorschlag zur Güte. Sie lassen uns bei der nächsten Gelegenheit an Land und Sie sind das problemlos. Na gut, bei der nächsten Gelegenheit gehen Sie von Bord, aber bis dahin halten Sie an meine Anordnung, klar? Na, an die da bestimmt nicht. Och, je schneller Sie uns absetzen, desto weniger können wir dagegen verstoßen. Oh Mann! Wir danken für dieses Gespräch. Kann man euch mal zeigen? Aber der war schon da. Ja. Foto für die Omi. Ja. Mia. Oh, hat alle mal Spaghetti. Ja, das ist lustig. Ja. Und jetzt? Noch eins. Ach nee, das hatten wir schon so oft. Von da drüben ist viel besser.
Hintergrund. Ja, das ist ein voller Hintergrund. Oh, danke. Jeder zeigt die Zähne. Und noch eins. So, Scheiße! Oh. Mann, über Bord! Hallo! Los! Anhalten! Anhalten! Mann, über Bord! Der Kapitän! Das ist meine Schuld. Oha! Los! Scheißegal! Scheint ja eine hübsch einsame Gegend zu sein. Ach komm, da finden wir schon was. Jetzt suchen wir uns erstmal ein schönes Plätzchen für ein Picknick. Geworden? Ein Kotelett, zwei Frikadellen. Ich bin wunschlos glücklich. Hm. Klaus? Hm. Ich bin irgendwie unglücklich. Bitte? Diese schwachsinnige Dampferfahrt. Ich könnte mich ohrfeigen, dass ich euch dazu breitgeschlagen habe. Aber das ist doch Unsinn. Ich habe mir das alles so schön vorgestellt. Und jetzt sitzen wir hier mitten in der Ballerei mit 1000 Farben. Es ist mein schönster Sonntag seit langem. Das hast du nur, weil du mich trösten willst. Sieh doch mal. Diese Landschaft. Hör mal, diese Ruhe. Ich habe gar nicht gewusst, dass es so schön sein kann, mal kein Auto zu hören. Ich hatte es vergessen. Hör mal. Mama! Da unten ist ein Igel. Dürfen wir den mitnehmen? Nee, der ist hier zu Hause. Siehst du, was ich gesagt habe? Aber die Schafe sind so süß. Davon nehmen wir auch keins mit. Ihr seid mal still und genießt ein bisschen die Ruhe. Kein Auto, kein Motor. Kapitän. Ja, und den Igel. Und jetzt noch auf dem Trecker. Wahnsinn. Hey, hört mal. Holger hat doch ein paar Pferde. Da kann ich doch reiten lernen. Wer ist denn Holger? Bin ich. Können wir nicht nächsten Sonntag wieder hierher kommen? Oh ja, wir auch. Ja, wieder alle zusammen. Ach, geil. Wenn ihr nichts Besseres vorhabt. Ach, mein Klaus. Doch kein verlorener Tag.